Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir reisen einmal kurz, ne, noch nicht. Wir gehen erstmal noch in den Palast, gucken, ob wir da schon die besagte Person treffen und dann gehen wir in eine andere Stadt, unseren restlichen Krams hier verkaufen. Und dann eventuell. Also das waren die Pferde. Ich habe gedacht, da lacht irgendwas. Und ja, das ist der Plan für heute, dass wir den Krams verkaufen, unsere Schulden loswerden, die wir zurückzahlen müssen. Wir haben den 29. Frostfall, aber hier müssen wir eh noch rein und gucken, ob hier eine besagte Person da ist. Die ist es, glaube ich, nicht. Hier ist sie auch nicht. Er ist auch nicht. Wo sollen die sein? Diese Person. Ich weiß ja nicht einmal mehr, ob das eine Frau oder ein Mann sein sollte. Nee, das war falsch. Irgendwo sollte hier doch eine Person auftauchen. Ist sie das? If you're interested in earning 847 gold for doing nothing more than delivering a little parcel to an agent of mine, speak up now. Ja, klar. Excellent. Here's the Iron Wakatsashi. Now, Edwarin Wickford needs to have it in Eastwickmore in 25 days. You ought to be just enough time. I hope you will recognize Edwarin Wickford. Just look for a well-to-do merchant. Good luck and thank you. Ist sie aber das? Die war vorher, glaube ich, nicht hier oben. Ja, okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Nach Iron Wackstation at Edward Wickford. He needed Wackstation at Wickford's hands and. Yeah. They apparently found a place called the Woodwing Residence in Eastwickmore. Eastwickmore müssen wir so suchen. So, machen wir alles wieder an. Eastwick. Nein. Eastwick Moor. Da unten. Ja, 6 Tage. Ich hoffe, hier. Die haben hier nur 3 Shops. Aber wir schauen trotzdem mal. Vielleicht können wir hier doch noch was verkaufen. So. Den wollen wir nicht verkaufen. Aber gucken wir trotzdem mal. Vielleicht hat der was. Der Dilettanto, den braucht man nicht. Obwohl, wir müssen erstmal unseren Kredit abbezahlen, bevor wir hier uns einen neuen Kredit holen. Aber endlich haben wir, zumindest ich, verstanden, wie das Banksystem hier funktioniert. So. Hier nicht. Der dritte Battle Axe. Die werden auch immer häufiger jetzt hier. Ich glaube, Level 11 mussten wir erreichen, damit die ganzen dritten Sachen hier auch auftauchen. So, und dann da unten. Warte. Eastwick Royal Retail Store. Vielleicht ist es das hier. So, der hat nichts dergleichen. Nope. Nope. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Oben bestimmt. Oh, hallo gute Dame. Excellent Company. Good day, dear friend. Kann ich hier auch kaufen? Alter, was? Hier oben kann ich auch einkaufen.
Wir müssen erstes mal in die Läden hier auch hochgehen. Ist er das? I'm happy to see you, Max. Nicht nur unten absuchen, sondern wirklich auch oben. Weil wir oben auch noch Shops haben. Tja, wegen ihr ein bisschen. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll, aber. Aber wenn sie oben die Händlerin ist. Ja. So. Fragen wir mal hier. The Woodwick Residence. I wish I knew, Mac. Could be anywhere. Vielleicht muss ich den Blunt auf Blunt-Modus fragen. Dann fragen wir mal die hübsche Blonde. Auf Blunt. So, I don't have the first clue. I afraid. Now I've. Ja, okay. Nice, er zeigt mir das. Wo ist denn das? Da ganz im Norden. Hier hinter irgendwo. Da ist es irgendwo. Welches ist es? Das hier. Nein, Madness, good to see you. Ja. Ich finde es auch immer schön, mich zu sehen. Achso, da. Ah, good to see you, Max. And the Iron Wakizashi, too. Excellent. Here's the 847 gold piece I believe you were promised by Carolina Masterton. So, nice. Dann müssen wir einmal noch mal kurz irgendwo. Komm, wir gehen nach Daggerfall einmal selbst. In die Stadt. Bevor wir nach Midbird zurückgehen. Die Quest ist. Ja, die Quest ist erledigt. Und dann nach Midbird zurück. So, wir gehen einmal zu dem großen Markt da und dann von da aus Richtung Westen. Da haben wir definitiv immer safe ein Pawnshop. Ein Pfandbüro. So. Genau da. Dort wollen wir hin. Was sagt denn die Uhr? 7.17 Uhr, okay. Das heißt, wir müssen gleich ein bisschen läutern, also ein bisschen warten. Bis wir dann überhaupt da wieder hin können. Müssen wir den Kredit irgendwann, also haben wir für den Kredit, also zurückzahlen definitiv. Haben wir dafür einen Timer? So. Und ich würde gerne wissen, ob wir begrenzte Zeit dafür haben, das alles wieder zurückzuzahlen. Ja, okay, das geht in Ordnung. Die Summe. Hat der hier irgendwas Schönes, Gutes? Nein, der hat nichts. Genau, hier mal nochmal gucken, oben. Nope, hier hat er aber Jade. Und hier hat er auch noch was. Okay. Der hat nichts mehr, was wir haben wollen. Außer vielleicht dahinter. Okay, aber wir haben es jetzt geschafft, alles wieder zu verkaufen. So, dann reisen wir jetzt dahin. So, wir haben den 10. auf Sun's Dusk. Das heißt, jetzt können wir zum Palast gehen und hoffen, dass jetzt die gute Person, nach der wir gesucht haben, auch jetzt endlich da ist. Denn Zeit ist mehr als genug verflogen jetzt für diese 38 Tage, bis die da sein sollte.
Wer weiß, vielleicht war es auch die, die uns gerade die Quest gegeben hatte. Und damit wollte die uns testen. Ob wir überhaupt vertrauenswürdig sind oder so, weiß ich nicht. Ich kann es hoffen. Palast. Hier sind wir schon zu weit im Westen. Da ist er. Da ist der Palast. Und ja, dann läutern wir nochmal für 3 Stunden. Dann müssten wir reingehen. Ne, sie war es ja immer noch nicht. Das war ja die Person oben. Irgendwo hier. Oh, it's my old career. How charming. How may I help you? Ich würde vielleicht einmal hier ein Safe Game machen. Und dann die jetzt wegen Ring. What, how droll. I only help to people of importance. Those who have titles and lands. Now go away. Die Titel habe ich anscheinend nicht. Keine Ahnung, wie ich jetzt einen Titel kriegen soll. Aber ich habe ihr doch geholfen, warum hilft die mir nicht? So, vielleicht hier nochmal Ring. How droll, ja. Yeah. Also vielleicht muss ich mit denen auf Polit so reden. Ring, you have my pardon to prostrate yourself and beg for forgiveness. Ring indeed. Also die Person ist immer noch nicht da. Ich würde jetzt nochmal versuchen, hier bei der, mit dem hier. Ah, a true servant of Daggerfall, you may kiss my ring, but I know nothing of ring. Hier steht aber auch nichts. Können wir ihm gar nicht weiterhelfen. So, people, things, work. Work. Check with Carololda Woodford. She's usually has work over the at Lord Ustival's gems. Wir kommen hier nicht weiter. Was den Ring angeht, wir kommen hier nicht weiter. Also, den hier. Science Ring bought the trust of Madurin Ashing. He told me that Gwynane Greenford would be in Midbury at Palace in 38 days time. Gwynane Greenford. Elaine Wixley? Donald Buckingsmith. Carolina Masterton. Von wann war jetzt die Quest hier, diese? Von 15. Also müssen wir noch ein paar Tage warten. Können wir mal schauen, ob wir vielleicht nicht irgendwie irgendwo hier in der Nähe einen Dungeon finden, wo wir hin können. Wo sind wir? Hier. The Dungeon of Peristair. Castle Masterwing. The Citadel Wixton. Hier Theodore Laboratory waren wir schon mal. Castle Hawkwing waren wir schon mal. Castle Kingsley. Yimwing Tower. Predictors Gaul. Stronghold of Woodcraft. The Wixton Tombs. Oder komm, wir gehen mal in Privateers Hold wollen wir auch nicht nochmal hin. Gehen wir hier nochmal hin.
Also warte, bevor wir da hinreisen, oder überhaupt irgendwo hinreisen, erstmal nochmal zur Bank, die ganz da hinten ist. So. Aber der Renny-Turm müssen wir so oder so irgendwie mal früher oder später hin, was wir jetzt in der letzten Folge bequatscht hatten. Also das ist wichtig, definitiv, dass wir da irgendwie früher oder später hinkommen. Ist ja für die Hauptstory relevant. Und was ich jetzt aktuell noch nicht weiß, ist, weil muss ich vielleicht mir meine eigenen Folgen nochmal ansehen. So, hat, ob wir das nicht schon irgendwie bekommen hatten oder sowas. Banking, Loan, Repay, was haben wir? 12,44,5. 12,44,5. So, dann sind wir schon mal wieder bei 0. Aber immer noch 82 im Minus. So, dann würden wir sagen, wir gehen hier einfach. Wir gehen einfach hier rein. Punkt, fertig. Wir müssen ja ein bisschen Zeit schinden. Jetzt haben wir auch noch den 11. So. Oh, hi. Nee. Ach nee, habe ich jetzt. So, das wollte ich machen. Und hier jetzt wieder aufsetzen. So. Mitnehmen können wir schön Geld mitmachen, auf jeden Fall. Ah, ja, genau, hier waren wir schon mal. So. Was kommt uns hier jetzt entgegen? Hier noch nicht. Ah, hier müssen wir aber trotzdem noch ein Safe Game machen. Für den Fall, dass wir drauf gehen sollten. Was ich nicht hoffe. Aber kann mal vorkommen. Und dann gehen wir hier lang. Und hier hoch. Und hier gab es ja nichts. Autsch. Ja, da machen. So, wo sind die Gegner? Kann ich jetzt nirgendwo ausruhen? Jetzt. Ich hänge jetzt fest. Achso. Hier kann ich kurz ausruhen. So. Komm. Genau, hier. Ich hätte jetzt aber hier einen Gegner erhofft. Müsste hier. Ja, hier ist die Tür. Na, bist du gefangen? Hä? Steckst du fest? So. Da ist die Tür. Sonst ist nichts. Oh, oben ist eine Spinne. Da freue ich mich schon gleich drauf. Hier ist nichts. Boah, wo kommst du denn her? Weck mich nicht so, ja? Kündige dich vorher an, bitte. Achso, der hat nichts. Ja, komm, wir gehen hier rein. Na? Auch interessant, wie die hier mal stöhnen, wenn man die trifft. Komm. Geh auf. Sesam, öffne dich. Alohomora.
okay, irgendwann klappt das. So, wo haben wir die Gegner? Da haben wir die Gegner. So, jetzt müssen wir definitiv noch mal kurz zurück. Genau. Jetzt einmal zurück. Weil Taschen voll sind. So war. Ne, hier war es nicht. Ah, doch. Hier war ein Weg, das sich als Wand getarnt hat. Ne, hier sind wir zu weit. Wo war das jetzt? Der Rückweg. Irgendwo hier. Wo war es hier jetzt? Da. Versteckt sie doch immer gut. So. Das wird aber auch ordentlich wieder Geld geben. Und ich habe eigentlich mir auch gewünscht gehabt, dass wir das mit den Letter of Credits auch irgendwie früher gerafft hatten, hätten. Wäre so schön gewesen. Aber naja, man kann ja nicht immer der Hellste sein. Und das bin ich in den seltensten Fällen. So, wo waren wir jetzt zuerst? Da unten. Wo kommst du denn her? Das war ein Barbar, Barbarian, okay. Wahrscheinlich von hier, hä? Hier hat er nicht mehr Stück gehabt. So, nice, nehmen wir mit. Oder warte. Hier hinter. Alles mitnehmen. So, auch mitnehmen. Wenn wir unseren Kyras hier mit einem goldenen Rand finden, dann tauschen wir das einmal um. Weil ich würde den schon gerne lieber mit einem Gold. Mit so goldenen Verzierungen haben. So rot-gold. Würde mir persönlich jetzt besser gefallen. Was für ein Monster ist denn das? Ich höre da ein Monster, was ich noch nicht begegnet bin. Wir müssen hier später nochmal runter. Achso, doch. Dem sind wir schon mal begegnet. Und der hat auch nichts. Jo, komm. Der hat nichts. Na, wir müssen hier so oder so später nochmal runter. Alohomora. Alohomora. Komm. Alter, kann doch nicht sein. 1000 Jahre hier. Was war das? Assassin? Also, ja. Und dann auf der anderen Seite ist eine Spinne. Spinnen haben nichts. Dann gehen wir hier nochmal runter. Autsch. Und hier nochmal komplett alles hoch. Inventar einmal leer machen. So schnell
so leicht zu übersehen, die Türen. So, wieder alles removen. Hier aber nichts, hier nichts. Hier aber sehr viel. Und 1694. So, dann haben wir hier zumindest wieder ordentlich was an Gold gesammelt. Und müssen nochmal das hier machen, weil Ausdauer schon ein bisschen gesunken. Okay, weil wir hier auch ununterbrochen am Rennen sind. So, und jetzt mal hier schnell den ganzen Rest abholen. So, der hier war das? Nee, war es nicht. Der hier war das. Ja, genau. Der hatte nichts. Der hatte nichts. Der hatte was? Der hatte nichts. War eine Spinne. Hier haben wir nochmal schön ordentlich Loot. So, und das war's dann hier. Und so. Nice. Und war sonst gar nichts. Da ist die Tür. War hier noch was? Für was war denn das? Für das hier. Ach so. Okay. Gehe ich mal von aus, dass es dafür war. Oder hier ist irgendwo was verschlossen oder aufgegangen, wo ich keine Ahnung habe von wo. Vielleicht sogar hier drüber. Jo, genau. Ist hier was? Ist das eine geheime Tür? Nope, nichts geheime Tyros. Kuckuck. Hier ist der Hausmeister. Fast wäre ich darunter gesprintet. Aber egal, wir gehen jetzt hier mal hin. Den Bereich hatten wir da hinten noch nicht zu Ende gemacht. Oder? Genau, hier runter. Und dann hier. Genau, und dann wollten wir hier weitergehen. So, geht kaputt. Hi. Tut mir leid, gute Dame, aber das musste so kommen. Ach, hier. So, 116 Kilo haben wir schon wieder. Boah, wo kommst du denn her? Der hat jetzt Jagd auf mich gemacht, haben sie so ein Gefühl, ne? Ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. So, was ist denn da unten? Waren wir da schon? Ja, da unten waren wir schon. Das heißt, den Weg wieder nach oben suchen. Und dann hier hoch. Ist das hier der Weg nach oben? Ja. Das ist es. Oh, hi. Nee, bitte nicht. Immer diese Nachtklingen. So, Taschen sind wieder voll. Sogar zu voll, finde ich.
Und dann nur noch da hoch. Oder? War es das? Ja, genau, nur noch das hier hoch. Und dann hätten wir hier wieder alles erkundet. Und wir sind zu weit. Hier war doch irgendwo die Tür. Genau hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und so. Dann alles wieder removen. Boah, ich frage mich, wie viel Geld das jetzt gibt. So, so. Ich wünsche, wir könnten eigentlich die Tränke hier auch verkaufen. So, ja, wir sind fertig. Wir sind immer noch am 11. Tag. Da. Und wieder ganz nach oben. Achso, genau, hier, der Bereich fehlt noch. Daneben. Ja, wir gehen erstmal die Tür. Und jetzt die andere. So, nice. Jo, die ziehen wir an. So, was? Steelhelm? Ja. Na, wenn wir schon. Wir hatten ja vorher Dwemer-Dinger hier. So, ich hoffe, die hat auch noch was Besseres. Jetzt können wir aber die Dwemer-Schuhe verkaufen, endlich. Jetzt noch mal weiter nach oben. Beziehungsweise wir können gleich mal schauen, ob wir irgendwas Besseres haben von dem, was wir aktuell nutzen. So. Wir brauchen ja hier Adamantium oder besser. So, wir fangen hier an. Ach. Komm. Komm. Ja, da haben wir's. Okay. Ach nein. Wir müssen nochmal runter. Aber das heißt dann, wir können das andere, den anderen Kyras, verkaufen jetzt. Nee, jetzt so früh. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder ordentlich Geld auf Tasche. So, nein, falsche Richtung. Da war's. So, removen. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Dann haben wir den jetzt umsonst gekauft. Oh, toll. Aber ich hätte lieber gern dieses Figurbetontere. So, mit diesem Rand. Das heißt, den müssten wir nochmal mit diesem goldenen Rand finden. Das kann vielleicht ein Weilchen dauern. 1749. So. Was haben wir hier eigentlich? Alles jetzt auf Tasche, also im Wagen. Nee, Stahl brauchen wir nicht. Aber den haben wir jetzt umsonst gekauft und umsonst Kredit genommen. Und den werden wir nicht mehr für dieses selbe Geld wieder los. Aber egal, ich feiere jetzt, dass ich das Kreditsystem hier, das Banksystem hier begriffen habe. So, war das hier? Ja. Und hier, genau. Da war die gute Dame. Noch irgendwas Dädrisches? Ein Dädra Herz? Ja, ist nicht das, was ich jetzt haben will.
Oh, Klamotten, nice. So, hier ist niemand. Das finde ich jetzt schade, dass hier niemand ist. Okay, hier geht es eigentlich runter. Was wo nichts passiert. Und wie sieht es hier aus? Boah! Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Aber auch ordentlich erschrocken. So, dann geht es hier wieder raus. Und wo geht's hier wieder nach oben? Hier. Und hier haben wir dann alles. Meine ich jetzt. Ja, okay, dann heißt es nur hier nochmal rein. Ah, hier haben wir nochmal ein bisschen was. So. Hier liegt sonst nichts rum, ne? Hier auch nichts. Da ist noch ein Gegner. Autsch. Der hat gesessen. So, wo geht das denn hin? Ach so. Ja, gut. Dann wären wir hier eigentlich durch. Können wir jetzt auch gehen. Und dann können wir das alles mal verkaufen, was wir haben. So. Wir müssten öfters mal einfach so in irgendwelche Dungeons gehen. So, wir gehen dafür nach Midburn wieder zurück. Ja, bitte. Da können wir verkaufen gehen auch. Midberry. So, welchen Tag haben wir jetzt? Den 12. Die ist definitiv noch nicht da, nach der wir suchen. Einmal hier runter. Über den Zaun. Ja, das hat geklappt. Nice. Und dann hoffen wir mal, dass das genug ist, was wir gleich haben werden, um unseren Kredit zurückzuzahlen. So. Nochmal 3 Stunden. Das wird wohl reichen, ne? So, guten Tag, der Herr. Ich habe hier was für Sie. Das heißt, dann können wir auch einfach ganz normal ruhig alles verkaufen mit diesen Letter of Credits, was wir hier kriegen. Alter, das ist jetzt sehr, sehr viel, finde ich. So, 20.000 schon. Jetzt 300.000, okay. So. 151.000, ja, nehmen wir trotzdem. Ich finde schade, dass es. You are paid with a letter of credit. Ja, weil es zu viel wiegt, ne? Gucken wir mal, hat der vielleicht jetzt was für uns? Nee, das ist der falsche. Left. Left brauchen wir nicht. Der Dagger. Aber ich finde super, dass die jetzt etwas häufiger werden. Nach unserem Levelaufstieg. Mal gucken, hat er hier noch mehr? Die Dinger können wir ja, glaube ich, nicht. Ja, okay. So, und hier gucken wir auch nochmal. So. Nope.
Aber den können wir noch. Die hier verkaufen. Das hier noch. So. Hier können wir auch nochmal gucken. Ich hoffe, der hat schon wieder was Geileres, Besseres. Leider nicht. Leider nicht. Klamottenladen. Hier den General Store noch. Hier hat er nichts. Hier hat er nichts. Hier auch nichts. So. Guten Tag, der Herr. Hier hat er auch nichts. Okay, gut, dann nochmal nach oben. Also, hier hat er auch nichts mehr. Ja, wenn er hier nichts hat, dann können wir hier wieder gehen. So, was ist das da? Eine Bücherei. Okay, dann nochmal nach Osten. Können wir den Kredit jetzt endlich abbezahlen bei der Bank? Oder hier nochmal reingehen und uns nochmal ordentlich verschulden? Nein, hat er nichts. Hat er hier noch irgendwie sowas in der Richtung? Ja, komm, so. Hat er nichts. Osten. So, wo haben wir die Bank? Da vorne haben wir die Bank. Und dann hier jetzt. Moin, ich möchte Deposit. Ja, ich möchte alles gerne genau. Und hier dann auch noch die 591, bitte. Und auch noch mal die 4664. 4664. Auch nochmal rein. Dann will ich den hier wieder bezahlen. Da können wir uns jetzt leisten. 82881. So, Loan ist bezahlt. Unser Kredit ist weg. Und 73.000 haben wir noch so. Ich finde das super, wirklich, mit diesem Banksystem. Also, ja, das heißt dann, wir brauchen nicht mehr dieses umständliche Dingenskirchen hier machen, das mit dem, ja, mit dem Geld die ganze Zeit ein- und ausladen. Dann können wir hier einfach den Zettel machen. Das hatte einer von euch ja mal auch bei mir in den Kommentaren geschrieben gehabt. Ist jetzt ein Weilchen her, dass man sowas machen kann. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war. Dafür will ich mich auch entschuldigen, dass ich das nicht mehr weiß. Aber ich hatte gedacht gehabt, dass damals, dass es ein Kredit wäre oder so. Und jetzt weiß ich, was das ist. Oh, wer ist denn das? Evelissa Huxley. Good day to you, Max. Die verkaufen jetzt aber nichts, ne? So, und hier gucken wir auch nochmal. So. Hier auch nichts. Und hier nichts. Und es fängt schon an zu ruckeln. Hier hat er auch nichts zum Verkaufen. Schade, ich würde eigentlich so ein guter Käufer abgeben. Ja, dann noch. Warte, was haben wir eigentlich noch hier alles auf Tasche? Genau, die Ingredients müssen wir noch. Hier, das alles können wir ja so schon mal übernehmen.
Sind ja nur noch die Kräuter, die hier fehlen. Nope, das ist der falsche Laden. Wo haben wir den Gewürzshop? Oh, hier waren wir glaube ich noch nicht drin, oder? Können wir hier auch noch mal gucken. Und du stimmst mal noch mal einen Kredit nehmen. So, okay. Da haben wir den Kräuterladen. Ich habe den guten Dings hier, Kräutergewürzmischung für dich hier. Da. Und ein Pizzagewürz habe ich auch noch. 1271. So, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge werden wir auch noch mal ein bisschen weiter Zeit schinden, so ein paar Dungeons abklappern. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr so geile rote Rüstung. Wenn ich jetzt mal auf Views drücke. Ich lasse das dann lieber doch so. Die kann ich nicht so ändern mit Views, okay. Schade. Ja, aber dann in der nächsten Folge gehen wir noch ein paar Dungeons abklappern. Bis hier dann vom Tag her es passend ist, dass die eine Person hier, die wir suchen, die Gwenaena Greenford da ist. Dann haben wir ihr den Ring da zeigen können. Und ja. Würde vielleicht noch ein bis zwei Folgen dauern. Und dann kommen wir mit der Hauptstory erstmal weiter voran. Und in die Renny-Tour müssen wir auch noch demnächst besuchen gehen. Und zwar richtig, weil ich bin mir sicher, ich habe das irgendwo noch gelesen gehabt, so in meinen Quests, also in meinem Spieldurchlauf, die Renny Tower, und nur keine Ahnung gehabt, wo das ist. So, und weiß jetzt auch gerade so von meinem aktuellen Standpunkt nicht, waren wir da schon mal, mussten wir da schon hin oder so. Ich habe das nur wirklich irgendwie im Kopf gehabt. Und ja. Da werden wir definitiv auch noch demnächst nochmal hingehen. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!